Moin Freunde und herzlich willkommen hiermit zur zweiten Folge des The Architect Paris Let's Plays. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal herzlich bedanken für das ganze gute Feedback bei der ersten Folge, beim letzten Townscaper-Video sowie auch bei den Tutorials. Das freut mich mega. Wir haben auch noch einige Abonnenten dazu bekommen. Richtig, richtig cool. Ich freue mich auf diese Folge und wenn du auch weiterhin up-to-date bleiben willst, dann kannst du gerne natürlich abonnieren, aber du kannst auch gerne nochmal meinem Discord-Server beitreten. Da wirst du nochmal extra Infos bekommen und Vorab-Infos zu allem, was auf diesem Channel abgeht. Und let's go! Damit soll es nun losgehen in dieser Folge und wir werden direkt reinstarten mit unserem ersten Projekt. Wir haben hier wieder einen kleinen Plot zugewiesen bekommen, wo wir auch jetzt nur diesen Mittelteil bearbeiten dürfen. Und genau, man sollte wieder einen grünen Durchgang quasi schaffen oder man konnte auch andere Mittel benutzen, also entweder ein Plaza oder halt eben ein Park. Und genau, ich habe am Ende einen Park gewählt. Nun musste ich jetzt hier auch noch einiges an Fläche für Gebäude zuweisen. Deswegen habe ich jetzt hier ja neue Gebäude gebaut in diesen neuen Stilen, die ich auch zuletzt mir zugelegt habe. Konnte ich hier weiter ein bisschen rumprobieren. Genau, also habe ich hier mit den verschiedenen Optionen auch gespielt, die man hier eben benutzen kann. Also ja, die eben die verschiedenen Dächer, aber auch eben die verschiedenen Wände, die du halt eben ja nicht präzise bearbeiten kannst, aber wo du ja einzelne Funktionen zum Auswählen hast. Und genau daran habe ich mich dann auch ein wenig versucht und dann eben auch an den Dächern. Ich habe hier wiederum versucht, naja, mit den Gebäudetypen nicht zu viele Stilbrüche einzugehen. Ja, ich weiß nicht, wie gut mir das jetzt noch zu Anfang gelingt, aber ja, es ist, glaube ich, auch alles ein bisschen eine Frage der Übung. Und wir haben jetzt hier auch verschiedene Gebäudetypen, die jedoch, ja, ich finde, recht gut zusammenpassen. Es ist auch wieder, ja, einiges an älteren Modellen, kann man, glaube ich, so sagen. Es sind noch nicht die modernsten Häuser, so vom Architekturstil. Aber ich finde die eigentlich hier sehr, sehr angemessen und die bringen auf jeden Fall ja einen schönen Vibe hier rein. Ich muss natürlich hier jetzt einiges umändern, um auf die Voraussetzung zu kommen. Ja, deswegen bin ich dann tatsächlich mit dem Endprodukt dann ja auch nicht so happy, wie es ansonsten wäre. Aber ja, hier gab es wieder einiges an Voraussetzungen. Deswegen muss ich jetzt hier auch noch quasi ein kleines Mini-Service-Gebäude dran kleben, damit das hier alles passt. Das sind dann eben so die Kleinigkeiten. Und genau, da haben wir jetzt eben noch einiges an Begrenzung, einiges an Aufgaben. Allerdings wird das jetzt weniger werden, weil tatsächlich haben wir uns wohl mit diesem Projekt so sehr profiliert, ja, dass wir jetzt unser eigenes Architekturbüro quasi gegründet haben und jetzt eben selber Aufträge bekommen können und selber Aufträge annehmen können, ja, je nachdem, wie wir halt lustig sind. Insofern wird es ab jetzt, ja, glaube ich, sehr viel entspannter und es werden auch auf jeden Fall größere Projekte auf uns zukommen. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf und ja, da werden wir auf jeden Fall in dieser Folge schon einiges zu sehen, was da noch kommen wird. Und genau, hier noch ein kleines Foto von dem Endprodukt. Ich bin echt happy damit. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu diesem Teil der heutigen Episode, wo wir uns neue Design-Bundles zulegen werden. Und ich kann jetzt direkt schon mal reinstarten mit dieser Kategorie, dem Hausmannsstil für die Bevölkerung. Ist recht billig und ich finde es sehr nice, dass wir da ja, weitere Stile haben, die nicht allzu weit entfernt sind von dem, was wir sowieso schon in der Stadt haben. Das ist ein nicer Punkt an der Geschichte. Deswegen hole ich mir die auf jeden Fall. Ich finde, die sehen natürlich auch ganz cool aus. Und wir holen uns auf jeden Fall auch die diejenigen Varianten hier, die für die Ökologie angelegt sind.
Ja, habe ich mir auch geholt. Ich finde die Designs ehrlich gesagt gar nicht mal so nice. Also vor allem die am Ende, die gehen vielleicht noch, aber weiß ich auch nicht. Außerdem ist das auch der Punkt, den ich glaube ich am wenigsten beachten möchte, also Profit bzw. Ökonomie. Deswegen werden wir das überspringen. Hier gibt es ganz, ganz nette Designs, das am Ende irgendwie ziemlich weird, aber das hier finde ich sehr viel nicer. Deswegen werden wir uns auch das holen. Auch hier wieder recht günstig. Hier wieder nicht mein Typ. Wir haben die Embassies. Finde ich bisher nicht so nice. Auch die Version nicht so. Die finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also vor allem das Modell. Möchte ich mir aber auch momentan noch nicht unbedingt zulegen. Die sind mir zu hoch. Und ich sehe irgendwie nicht so wild aus. Das hier, ich finde, also dieses Bundle finde ich echt sehr klasse. Deswegen werde ich mir auch das zulegen. Hier wieder, wie gesagt, diese Profit-Kategorien häufig nicht so wirklich meins. Ich glaube, mit dieser Kategorie kann man hier sehr nice Skyscraper bauen, was natürlich auch unser nächstes Projekt sein wird. Deswegen werden wir uns auf jeden Fall anschaffen, um da auch mal mitarbeiten zu können. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Dann Mediterranean habe ich auf jeden Fall schon was. Hier finde ich auch diesen Typ sehr, sehr ansprechend. Deswegen kommt auch der in unsere Kollektion. Genauso wie dieser Typ, glaube ich. Ja, doch, doch. Machen wir mal. Ehrlich gesagt, ja, sieht okay aus. Sieht okay aus, aber auch das werden wir wieder überspringen. Wir haben Hausmann Revisited. Diese Kategorie ist natürlich auch nochmal entsprechend zu dem, zu der Kategorie, dass wir eben Hausmann weiterverfolgen wollen, beziehungsweise halt ähnlichen Stil, passt das sehr gut rein. Deswegen werden wir auf jeden Fall auch uns darum kümmern, da nochmal ein bisschen mehr Optionen uns frei zu halten. Das finde ich ein bisschen zu wild. Da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Das ist auch noch nicht Suburb. Sehr coole Modelle. Vor allem. Oh, ich habe neu freigeschaltet, glaube ich, gerade. Vor allem hier, das war es, glaube ich, was ich meinte. Dieses Modell sehr, sehr schick. Ne, die habe ich schon mal gesehen. Die habe ich schon mal gesehen. Sind cool. Auch hier bin ich wieder dabei, die für die Bevölkerung und die für die Ökologie zu holen. Das sieht schon echt sehr cool aus, sind wir ehrlich. Aber das hier, ach, ich weiß ja nicht. Ja, die habe ich mir ja schon geholt. Ich glaube, da bin ich gerade ein bisschen nach unten gerutscht. New York hatten wir uns schon, ja, schon so angeguckt. World Tour. Ich glaube, da war ich stehen geblieben. Invasion. Initien. Okay. Und Prototype. Das heißt, wir haben noch 480 übrig. Ich weiß nicht, soll ich mir noch irgendwas holen davon? Ah, ich bin also. Nee, das ist noch nicht jetzt. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Ich würde sagen, wir sind erstmal fertig. Wir haben jetzt uns auf jeden Fall einige neue Typen hinzugehört. Ja, guck mal. Wir haben auf jeden Fall sehr viel mehr Auswahl jetzt. Und genau damit werden wir jetzt in die weiteren Timelapses reinspringen. Let's go. Und damit kommen wir zu unserem heutigen großen Timelapse. Und zwar haben wir auch hier den direkt ziemlich, ziemlich großes Projekt. Ich sollte hier auf jeden Fall ja ganze Hochhäuser tatsächlich bauen, um hier ja Bevölkerung unterzubringen. Und genau das habe ich versucht. Ich hatte schon so ein kleines Konzept im Kopf, schon ein bisschen länger für etwas, was ich in die Architect Paris generell bauen wollte. Und ich habe gedacht, okay, ja, dieses Projekt könnte sich tatsächlich dafür anbieten und habe das dann genauso ausprobiert. Und zwar wollte ich halt quasi ein, ja, wie sagt man, so ein Treppenmodell, wie so eine Wendeltreppe quasi aus den Gebäuden bauen. Und hier ergibt sich gleich schon unser erstes Problem. Und zwar, genau dieser Typ hat mir sehr gut gefallen. Wieso ich ihn dann am Ende doch nicht ausgewählt habe, weil die Übergänge nicht so clean waren. Aber hier könnt ihr es vielleicht sehen, dass dort, ja, wo das höhere Gebäude anfängt, dass dort eben so eine Ebene einfach eine flache Wand ist und eben keine Fenster. Und das hat mir nicht gut gefallen. Deswegen seht ihr hier, dass ich ein anderes Modell auswähle, was mir
rein optisch nicht ganz so gut gefällt wie das davor. Allerdings klappt es einfach besser von den Übergängen. Die sind halt total nahtlos und ja, das hat mir dann doch gefallen. Tatsächlich hat aber hier der Platz nicht ausgereicht. Also für die Challenge, halt für das Szenario, für die Aufgabe eben. Das, was mir eben gestellt wurde als Aufgabe, wie viel Fläche ich halt brauchte. Ihr seht das, also genau über einer Höhe von 60 Metern. Das war das Problem. Deswegen musste ich jetzt hier noch ein weiteres Hochhaus bauen. Auch da hatte ich halt eine Idee. Allerdings hat die nicht so ganz geklappt und ihr werdet gleich sehen, worum es sich da gehandelt hat. Generell, was ich hier gebaut habe, war ein Leuchtturmprojekt. Das ist eine Bezeichnung, ja, denke ich mal, auch schon recht gängig, auch in anderen Feldern. Ja, für etwas, das wirklich herausragend ist hier auch in diesem Stadtbild. Auch klar, wenn Paris natürlich zahlreiche Leuchtturmprojekte hat, kann man schon sagen. Also natürlich der Eiffelturm als prominentestes Beispiel, ganz klar. Jedenfalls ist das ja auch so ein kleines Leuchtturmprojekt. Das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr hoher Wolkenkratzer, muss man sagen. Also mit seiner höchsten Ecke, der ist hier schon im Stadtbild, muss man sagen, vergleichsweise ziemlich hoch. Und hier hatte ich wieder eine Idee, die leider nicht geklappt hat vom Budget her. Das Budget war tatsächlich aufgebraucht, deswegen musste ich mir ein bisschen anders helfen. Und sogar nochmal an diesem Tower rumschrauben. Und das hat mir nicht gefallen. Ich musste hier halt eben rumschrauben, um die Challenges halt also zu erfüllen. Und ich fand das, was dabei rausgekommen ist, tatsächlich nicht so geil. Auch wenn ich hier sagen muss, diese Attraktion da vom Freizeitpark fand ich ziemlich cool. Ich habe hier trotzdem mal ein paar Fotos gemacht und so. Und ja, aber es ist nicht mehr ganz diese Wendeltreppe, so wie ich mir das halt vorgestellt hatte. Deswegen habe ich gesagt, ey, ich bin nicht ganz happy damit, so muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich, wie gesagt, hier noch mal ein bisschen länger mit den Fotos rumgespielt habe. Und ja, es sieht nicht schlecht aus, so. Klar, ich finde es wirklich nicht schlecht. Aber hier seht ihr noch mal den Größenvergleich. Also es ist wirklich ein Leuchtturmprojekt. Es ragt wirklich heraus. Und es wäre auch, glaube ich, was im Stadtbild von Paris, was, naja, schon eine gewisse Bedeutung ja, bekommen würde. Und jetzt seht ihr, oh, ich habe tatsächlich alles nochmal gelöscht, weil mir das eben genau nicht gefallen hat. Es hat nicht so funktioniert, wie ich es geplant habe. Und also habe ich gedacht, ey, ich würde es gerne dann wann anders nochmal anders probieren. Und habe hier nochmal ein ähnliches Projekt. Probiert aber mit einem anderen Schnitt, eben nicht in diesem Wendeltreppe, sondern halt eben, ja, mit so Dreiecken, die halt, ja, linear quasi aufgebaut sind. Aber auch hier war ich zu Anfangs nicht so zu 100% happy. Kommen da aber auch dann später noch zu einer Lösung. Tatsächlich, ich muss ja auch noch weiter üben, das mit dem Ausbauen halt von dem Floorplan. Hier sieht man, ich habe da gemerkt, es war nicht ganz gerade, habe da nochmal gefixt. Es ist immer noch nicht zu 100% gerade, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch, glaube ich, eine Sache, die mit Übung noch immer besser werden wird. Und das ist dann mein Modell. Ich muss das auch hier wieder so ein bisschen ändern, damit es halt eben den Anforderungen nachkommt, aber ich habe gedacht, hier, diese Stelle ist halt sehr praktisch, um dann nochmal dieses schönere Modell zu benutzen, weil das hier dann mit der Naht doch funktioniert und irgendwie doch einigermaßen Sinn ergibt, in meinen Augen zumindest. Habe hier nochmal mit den Dächern gearbeitet und gleich auch noch eine Custom Plaza davor gebaut, so, wenn man das so nennen darf. Das erste Mal auch hier in dem Spiel und fand ich auch ganz nett. Wie gesagt, hier einfach unser neues Modell. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen mehr happy damit als mit dem Vorgängermodell, weil es einfach irgendwie sinnvoller aussieht, in meinen Augen zumindest. Es ist also auf jeden Fall auch als einzelnes Gebäude kommt es eben den Anforderungen nach. Das heißt, ich konnte hier den ganzen restlichen Platz für Parks nutzen, habe ein bisschen umprobiert. Klar, ich fand diese Achterbahn mega, aber ich habe gedacht, ey, am Ende des Tages ergibt es hier in diesem Kontext wahrscheinlich doch noch nicht so wirklich Sinn. Aber ich habe wirklich sehr viel Spaß und wie ihr seht, also ich habe sehr viel aus Spaß noch mal rumprobiert. Da ist mir aufgefallen, tatsächlich, ich könnte hier noch eine Garage gebrauchen. Ich meine, das ist ein sehr großer Tower, da passt wirklich sehr viel rein. Ich denke, da wird Wohnung und Büros und alles en masse sein. Deswegen habe ich hier später noch eine kleine Garage gebaut, auch wenn ich natürlich kein Freund des Autos hier sein will und auch nicht irgendwie die Autos übermäßig bevorzugen will. Natürlich denke ich mir, Fußgänger und Fahrradfahrer und auch öffentliche Verkehrsmittel vor allem, die wir jetzt praktisch nicht beeinflussen können, aber denke ich mir zumindest, dass das eben die Hauptverkehrsmittel von dem Paris sind, das ich hier bauen will, was ich hier planen will. Und genau deswegen eine Garage, aber nicht allzu groß. Immerhin etwas. Und hier baue ich jetzt eben meinen eigenen Plaza. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon so gut wie... Alles klar, und das ist nun das Ergebnis nach all der Arbeit und nach dem, was ich auch, ja, hier neu gebaut habe.
Ich bin sehr happy damit, muss ich schon sagen. Vor allem auf jeden Fall finde ich es besser als das, was ich vorher hatte. Ich mache mal kurz ein bisschen heller, dass man ein bisschen mehr erkennen kann. Auch hier vorne mit diesem Plaza, den ich selber so gebaut habe. Sehr nice. Ich überlege, ob ich nicht doch nochmal den Park ändern will. Nee, ich lasse es mal sein, aber an sich, ich finde das Gebäude schon ziemlich cool. Auch jetzt mit den Dächern. Kann man so ein bisschen was anpflanzen, hier wenigstens raussitzen. Ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht, dass da mehr möglich gewesen wäre. Ging jetzt aber nicht. Und oben haben wir genau diese Türme. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und ich danke euch auch für jeden Like, für jeden Kommentar, für jedes Abonnement. Das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, ich kann euch auch dann demnächst schon wieder in der dritten Folge begrüßen. Wir haben auf jeden Fall sehr spannende Projekte hier am Start. Könnt ihr im Hintergrund sehen und mal gucken, mit welchem Projekt wir in der nächsten Folge als nächstes reinsteigen. Bis dann, macht's gut. Bye bye.